Die Blade, die da durchkommt, sucht irgendwo nach Targets, kann da aktuell noch nichts finden. Die BS-Diff ist in der Lage, Sam Kagami rauszunehmen und Flix und Jonas ebenfalls gefallen. Jetzt der Lucio sehr, sehr low fällt als nächstes. Und das ist ein sehr, sehr cleaner, aufgeräumter Fight hier. Und Bochum. Das Window, da reden wir nicht drüber. Bis jetzt trifft das nicht. Aber eine huge Junker Queen Ult von Instance. Der hat uns schon mal gezeigt, dass er diese Queen gut spielen kann. Darmstädter müssen hier langsam mal touchen, wenn sie denn touchen wollen. Jonas, also der Erste, der jetzt hier an der Karte ist. Und man kriegt jetzt den Kill eben auf Instance. Jetzt also die Bochumer hier ohne Tank. Und Ketox fällt hinterher. Das sieht doch mal endlich, endlich nach einem gewonnenen Fight für die Darmstädter aus. Ja, Instance muss ja aufpassen. Jonas kommt nicht raus mit dem Shout. Kens zieht. Ja, es ist weiser, macht aber damit nicht ganz so viel und irgendwas, sondern macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Noch niemanden, spart mich also weiter auf die Folter. Stattdessen ist es Hyde, der jetzt hier die Mercy rausnimmt und hinterher Odin noch Uniflex fallen. Der Nano wird zwar investiert, aber es reicht einfach nicht aus. Ja, und jetzt kommt hier eben auch der Graf hinterher. Man trifft hier einige, aber schafft es nicht, den richtigen Damage rauszubringen. Auf der anderen Seite ist jetzt eben Hyde, der jetzt hier Garzani rausnehmen kann und schöner Headshot hinterher auf Odin und East fällt auch noch. Der nächste Headshot auf Uniflex sitzt auch. Der richtig gut sitzt, aber im Odin der Erste, der hier fällt, Arasaria zieht da die Annihilation dagegen, platzt aber direkt in Angesichts der Nano Zarya und Garzani darf einmal mehr hier durchlasern und kriegt auch noch den nächsten Kill und das ist ein schnelles Ende für Frankfurt. Overtime. Jetzt also bleibt es am Leben, sind schnell genug wieder drauf, anders als wir es vorhin gesehen haben. Self-Destruct kommt rein für Arasaria, wo bleibt der? Und der landet tatsächlich den Self-Destruct. Arasaria findet drei, der nächste Self-Destruct fliegt auf der anderen Seite. Kann man damit irgendwie gleichzeitig wiederherstellen? Nein, nicht ganz. Der Remake-Kill auf Hyde, zumindest mal einer.